Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei TennoTV. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr hier bei lustiger Kettenkarussellfahrt im Phantasialand. Aber ich mach mal bei mir im Büro weiter. Zurück aus dem Phantasialand hier mit einer beeindruckenden Neujahrslichtershow zu unserem Neujahrsvideo. Auch das hat Tradition wie das Weihnachtsvideo, was ich vor ein paar Tagen für euch produziert habe, denn es geht unsere erste Umfrage des Jahres traditionell im Zusammenspiel mit unserem Neujahrsgewinnspiel los, die Lesercharts 2018. Es geht darum, auf welche Spiele freut ihr euch in 2018 am meisten. Wie immer habt ihr die Möglichkeit, 5 Spiele zu nennen. Dabei bekommt euer erster Platz 5 Punkte, der zweite Platz 4 Punkte, der dritte Platz 3 Punkte und so weiter. Macht es mir bitte leicht, wie immer, schreibt erstens Punkt, Leerzeichen, Name des ersten Spiels, neue Zeile, zweitens Punkt, Leerzeichen, Name des zweiten Spiels und so weiter, dann fällt mir das Auswerten sehr viel leichter. Aber ihr könnt nicht nur bei TennoTV hier mitmachen, sondern auch per Facebook auf unserer Facebook-Seite, ihr könnt auf tenno.de mitmachen in den Kommentaren und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an win@tenno.de, denn die Lesercharts sind immer eine besondere Topliste für uns. Natürlich gibt es am Ende auch ein Toplisten-Video dazu hier bei TennoTV, aber es gibt noch viel mehr, nämlich fette Preise. Und genau die möchte ich euch jetzt in dem Video auch noch kurz zeigen, damit ihr wisst, was ihr gewinnen könnt, wenn ihr mitmacht. Diese Preise verlosen wir nämlich unter allen Teilnehmern, die bis zum, muss gerade nachrechnen, 15. Januar, 2 Wochen von heute, mitgemacht haben und unsere und eure Top 5 oder ihre Top 5 eingereicht haben. Gewinnspielsponsoren haben wir dieses Jahr 2, das ist Nintendo, der Klassiker, und das ist Bethesda, ein Neuling, die ja mit Doom und Skyrim jetzt auf der Switch vertreten sind. Von Bethesda haben wir so ein cooles Squeeze-Toy, wenn euch mal die Wut packt, könnt ihr die ein bisschen rauslassen. Wir haben einen super coolen Schlüsselanhänger. Wir haben eine gelbe Keycard mit Lanyard. Und wir haben noch 2 T-Shirts zu Doom. Ich halte sie auch mal kurz in die Kamera. Nicht zu verkennen, Größe L. Das ist Bethesda. Vielen Dank dafür. Von Nintendo haben wir unter anderem dieses Poster. Ihr könnt sicher selbst erkennen, um welche Spielereihe es sich handelt. Das ist aber keine Gewinnspielfrage. Wir haben einen College-Block oder so einen Notizblock von Super Mario Odyssey mit karierten Blättern. Jede Menge. Wir haben ein super cooles Cappy-T-Shirt, aber nicht nur das. Nein, unter Cappy ist auch noch Mario. Und wem das nicht reicht und wer Sverre eins auswischen will, der gewinnt unsere Cappy. Denn auch die ist mit dabei, aber es ist nicht Sverres, also es ist eine Gewinnspiel-Cappy exklusiv von Nintendo für dieses Gewinnspiel. Und wir haben auch noch 3 Switch-Spiele, Fire Emblem Warriors, Mario plus Rabbids Kingdom Battle und, wer es noch nicht haben sollte, Super Mario Odyssey. Auch das könnt ihr hier bei uns gewinnen. Das absolute Highlight ist aber, wie ich finde, auf der Gamescom schon angekündigt, unser Monopoly Nintendo Edition oder Gamer Edition. Das ist deshalb so besonders, weil wir es, wie ihr vielleicht erkennen könnt, von Charles Martinet haben individualisieren lassen. Er hat unterschrieben, er hat es ein bisschen bemalt, ein paar tolle Sachen draufgeschrieben. Das heißt, das ist ein absolut exklusiver Preis. Und all das könnt ihr gewinnen, wenn ihr mitmacht bis zum 15. Januar, uns die 5 Spiele nennt, auf die ihr euch in 2018 am meisten freut. Daraus machen wir wie immer unsere Lesercharts und eine Topliste hier auf TennoTV. Das war's schon von mir. Ich möchte zum Schluss nochmal unseren Sponsoren Nintendo und Bethesda danken, dass sie fleißig mitgemacht haben und uns so toll unterstützen. Und ich hoffe, ihr macht zahlreich mit und ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Mal gucken, wie es sich von unserer letzten Umfrage unterscheidet. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Mario.